Es gab einen Schochet, Schächter, Talmid Chacham, ein Gelehrter, und er hat ein Buch geschrieben, Halachot, über Gesetze. Und in der Einleitung am Anfang hat er, also die Kinder, seine Kinder, die dieses Buch nach seinem Tod veröffentlicht haben, haben dort geschrieben, eine Geschichte, die er gebetet hat, dort zu schreiben. Was war? Oh, jemand. Es gab diese eine Schochet, eines Tages am er geht schlafen und er träumt im Traum, dass er gestorben ist. Er träumt im Traum, dass er gestorben ist und er sieht, wie seine Seele im Himmel ist und sie vor Gericht steht. Und man zählt alles, all seine Mitzvot, all seine Taten und plötzlich kommt ein Engel und sagt, man wollte ihm schon Gan Eden ins Paradies schicken, aber kommt ein Engel, Einspruch, auf gar keinen Fall, er hat sich kein Paradies verdient. Was ist passiert, was ist los? Ja, eines Tages, am Freitag, vor Schabbat-Eingang, er ist gegangen in die Mikwe, sich zu reinigen für Schabbat, und auf dem Weg zur Mikwe, das war gegen Mittag, kommt eine arme Witwe mit einem Huhn und bittet ihm, Quodarab, bitte, ich brauche, ich habe jetzt einen Huhn gekauft, ich will es, dass sie es für mich schlachten, für Schabbat, damit ich Oshwo und diese Sachen machen kann, damit ich etwas zum Essen für Schabbat haben kann. Der Rav sagt, es tut mir leid, meine liebe Frau, aber es geht nicht, ich habe es eilig, heute Freitag, wer kommt am Freitag zum Rav? Schritta, Freitag am Nachmittag, ich habe auch mein Privatleben, geht nicht, auf Wiedersehen. Und diese arme Witwe hatte gehabt noch einige Kinder, ja, Waisenkinder. Am Schabbat haben sie nichts zum Essen gehabt, obwohl sie dieses Fleisch gehabt hat, aber wegen dir konnte sie am Schabbat nicht genießen, ohne Schabbat. Wegen dir konnte sie am Schabbat kein Onek Schabbat, sie konnte keinen Genuss am Schabbat haben, weil du zu faul warst, um ihr diesen Huhn zu schlachten. Er muss nach Hause gehen, das Messer, keine Zeit. Aber sie hätte auch früher kommen können. Sie hätte früher, hat nicht gemacht. Aber du, jemand kommt zu dir und bittet dich um Hilfe, das was sie machen muss, das ist ihr Problem. Jeder wird gerichtet für das, was er machen muss, nicht was der andere. Und hinher, da, dort, nein, stopp, du kommst nicht ins Paradies. Entscheidung, du kannst, und er wacht auf mit diesem Traum. Oh, gewalt, er wacht auf. Wahr. Wir werden heute jetzt gleich kommen zu den Punkten, die dir zeigen, Hinweise und Zeichen, was ein wahrer Traum ist. Er war ganz schockiert von diesem Traum und er versucht sich zu erinnern, wann habe ich jemanden abgesagt zu schlachten? Wann war irgendwann einmal am Freitag? Oder wann hat mich jemand gebeten, irgendeine Mitzwa zu machen? Und ich habe es abgelehnt. Er versucht sich daran zu erinnern, gar nicht. Er geht zu großer Rabbiner, fragt sie, bitte irgendwie, vielleicht war es, vielleicht da. No. Alle sagen ihm, wenn du nichts in Erinnerung hast, dann Träume gibt es auch manchmal, keine wahren Träume. Aber es hat ihm ein bisschen gestört, aber trotzdem, er sieht, hat versucht und nichts gefunden. Das Leben geht weiter. Das Leben geht weiter, die Jahre vergehen, er hat es ganz vergessen von diesem Traum. Und eines Tages, an einem Freitag, er bereitet sich vor, geht in die Mikwe. Auf dem Weg zum Mikwe kommt zu meiner Frau, Quodarab, bitte kurz, ich brauche, dass sie mir einen Huhn schneidet. Jetzt am Freitag, du hättest früher kommen sollen. Auf Wiedersehen. Und er geht in die Mikwe, taucht ein und kommt nachher nach Hause, macht sich fertig, Kiddush und Souda. Plötzlich, mitten in der Souda, mitten in der Mahlzeit, er schlägt auf den Kopf, oh mein Gott, und fliegt in Ohnmacht. Man weckt ihn auf, was ist passiert? Wenn der Kinder, Papa, was ist passiert? Der Traum, das ist genau der Traum gewesen.
Ich muss jetzt diese Frau finden, aber jetzt machen wir Birkat Hamazon, mein Machronim und dann, nein, jetzt, ich esse nicht weiter, bis ich sie nicht gefunden habe. Er hat sofort von sich, von seinem Topf genommen, Essen, warmes Essen hin, hat er dort, nimmt, sucht diese Frau, er kannte diese Frau, diese faule Frau, die zu spät gekommen ist. Er geht zu ihr hin, klopft an, es tut mir leid, meine sehr geehrte Frau Falonchayev, ich habe heute ein bisschen Stress, ich habe ganz vergessen, tut mir leid, ich weiß, wegen mir haben Sie jetzt kein Oneg Shabbat, das ist das, was von mir zu Hause, ich bitte Sie, nehmen Sie das, er sagt das schon von mir, vom ganzen Herzen. Sie war eine arme Witwe, kein Geld gehabt, für sie war das, Eliyahu Navi ist jetzt gekommen. Danke, vielmals hat das ihr Essen gekommen, er den ganzen Shabbat, erzählen die Kinder dort. Den ganzen Schabbat war dieser Vater fröhlich, eine Freude, die man gar nicht beschreiben konnte. Plötzlich am Mozei Schabbat bekommt er Herzinfarkt und stirbt. Das heißt, man hat ihn im Traum jahrelang davor vorbereitet für diesen Vorfall, um den Schlüssel zum Paradies nicht zu verlieren. Damit er doch wegen einer kleinen Tat vielleicht nicht verliert. Das lehrt uns nebenbei, ja, sage ich. Jede einzelne Tat von uns, du weißt nicht, und ich sage Gott sei Dank, wir wissen es nicht, aber jede einzelne Tat von uns hat manchmal einen so einen großen Einfluss, vielleicht du kannst dein ganzes Leben lang hart arbeiten, hast da irgendwo einen Blödsinn gemacht, hast Beschuldigung, du kannst alles verlieren. Oder umgekehrt, hast viel Blödsinn gemacht, und plötzlich eine kleine Tat, die du manchmal sogar selbst nicht im Sinn und nicht im Kopf hast, im Himmel, oh, das hast du gemacht, du sitzt neben Rabbi Shimon Bar Yochai. Deswegen müssen wir Acht geben, manchmal auf jede Kleinigkeit, es gibt ja eine Kleinigkeit, aber jede Tat hat einen großen Einfluss.